Pädagogisches Hallo und herzlich willkommen in der Pädagogenzentrale. Wir spielen nochmal eine Runde Masterbuilder. Mit dabei sind Alena und Jonas. Hi. Hallo. Hi. Thema ist Bikini-Luftschiff, Alter. Das wird ein lustiges, sexy Bikini-Luftschiff, Leute. Das wird interessant. Wir werden sehen, was passiert, wenn wir gleich was sehen können. So, und zwar genau jetzt. So, also Jonas wollte unbedingt seine Traumfrau bauen. Wollen wir aus Fichtenholz machen? Würde ich schon sagen, ne? Den Boden so unten drunter. Ja, und dann, zack. Und oben drauf machen wir da so dieses... Wollen wir das so bauen? So irgendwie so... Das ist hier unten diese Kuppel. Wir müssen hier oben auch noch so einen Luftballon... Ja genau, in welche Richtung wollen wir das denn machen? Willst du den Ballon machen? Ja, dann mach ich den. Und ich fange weiter unten an mit dem Boden. Okay, der Boden muss ja weiter runter dann, wenn du da oben schon den Luftballon machst. Ja gut, er muss den ja hoch. Achso, ist das die Größe von dem Luftballon hier oben? Okay, ja, ich muss ja wissen, wo der... wo der Bikini ist. Ja, deswegen. Den baue ich mit Wolle, oder? Ja, ne? Ja, mach den Bikini, wie du den gerne magst. Okay. Oh, dann muss ich jetzt meine Farben... Nee, dann bekenne ich meine Farben und dann kommen die Zuschauer und wir machen sowas. Okay, du baust da unten. Das ist jetzt voll die Frage, wie man das dann baut. Ja, Also ich kann tatsächlich ja erst das Ding draufsetzen, wenn Jonas den Luftballon fertig hat da oben. Ja, da oben muss ja der Bikini rauf. Ja, ne? Jonas, also mach mal hin, ne? Du musst den erbauen, wie du den gern hättest, ne? Ja gut, dann ist der prall gefüllt, ne? Es ist ja schon... Oh, Leute, die Werbefreundlichkeit ist jetzt weg. Tut mir leid. Grund daran... Die beiden sind dran schuld, dass das Thema zustande kommt. Also, wir haben nicht gesagt, dass der Bikini prall gefüllt sein muss. Aber ihr habt gesagt, der Bikini. Alena, du bist auch schon so ziemlich alt. Oh, so. Liegt doch nicht. Liegt doch nicht. Sei doch nicht so gemein. Oh, so, nee, das kann ich so nicht, Mann. Ich weiß noch nicht, wo ich den BH einsetzen soll. Ich bin der einzige Jungspund hier. Also, wenn du den mit Jonas, BHs so jung so bist du auch nicht. Thomas kennt sich nicht so aus mit BHs. Nee, ist nicht so meine Welt. Ja, das glaube ich dir gleich. So. Vielleicht hätten wir mit Badehose schreiben müssen. Ja, da hätte ich sofort eine Badehose gebaut. Aber so? Auch eine prall gefüllte. Auch eine prall gefüllte. Natürlich, hallo, nix geht über eine prall gefüllte Badehose. Ja, da kann ich zustimmen. So. Zack. Was bringt dir das, wenn du eine Badehose anhast, da ist nichts drin? Weißt du? Genau, weil wenn du sowieso nichts in der Badehose dann kannst du auch einfach so, dann kannst du auch so gehen. Kannst du mal aufhören, mir meinen BH kaputt zu machen, du Penner? Ja. Das ist wie wenn du keine Brüste hast, warum zieht man den BH an? Ja, genau, Jonas, warum läufst du in BH rum? Du hast auch keine Hose an. Oh Mann, das wäre so typisch Jonas, weißt du? Läuft dann im BH rum und... Naja, das macht Jonas übrigens in seiner Freizeit immer. Ich wollte es nicht leaken, aber für das Geld, was ich krieg, habe ich jetzt gesagt, mache ich das. So. Also ich würde sagen, so kann ich das eigentlich lassen, oder? Ich muss es noch ein bisschen rumsetzen, was ein bisschen doof wäre jetzt. Warte, das nochmal weg. Ah, die Symmetrie geht gerade flöten. Kann ich leider nicht so viel für. Ich bin nämlich nicht so gut im Bauen. Ja, für ein Bikini reicht es. Ja, ne? Muss ja nur was drin sein. So, zack. Muss aber auch nach was aussehen. Ja, es muss vor allem auf beiden Seiten gleich aussehen. Das ist mein Problem. Vielleicht ist das auch nicht immer so. Echt? Ja. Oh. Willst du uns damit sagen, dass es bei dir nicht alles so... Doch. Oh. Aber ich sehe kein Bild. Nicht? Nee. Leute, das war der Versuch gerade. Hat nicht funktioniert. Hat noch nicht geklappt. Brauchen wir noch mehr Aufnahmen. So, aha, Jonas... Da muss noch mehr rein, hallo? Okay. Ja, warte. Das muss so eine richtige Bombe sein. Mann, die letzten 2 Minuten gehen jetzt nur für die Brüste drauf, für die Luftballons drauf. Entschuldigung, Leute, das sind Luftballons. Für die 3 Leute, die Aufnahme hier jemals zu sehen kriegen, weil sie sich das Video mal wieder anguckt auf dem Kanal. Ja, Leute, der Pädagoge macht noch Videos, wenn er nicht zwischendrin mal kurz denkt, yo, ich mach mal kurz Game Over in meinem Leben, aber ansonsten mach ich Videos. Find den, wie nennt man den Bürstenhalter? Bürstenhalter. Den Bürstenhalter, was ist der für die Haare eigentlich? Ah, ja, yeah. Ich verstehe. Also, ich finde das schon, wir hätten müssen den Luftballon in Hautfarbe bauen. Och, Jonas. Stimmt. Mann, kriegen wir das noch hin? Nee. Warum nicht? Wir haben noch 40 Sekunden. Also. Ja, locker. Ja, das sieht schon gut aus, soweit würde ich schon sagen. Ich weiß nicht, ob mein Gebilde jetzt da oben nochmal verändert wird, aber falls es schlecht war, war es Jonas, der es gebaut hat. Ah, ja. Ja, also nur, dass ihr das wisst.
Im Notfall baut immer Jonas da oben rum. Weil das seht ihr jetzt auch noch. Er baut ja jetzt auch wieder an allem rum. Ja, so. Der muss das ja korrigieren. Der kennt sich mit Brüsten besser aus als du. Ja, gut, weißt du, der ich bin halt nicht mehr. Symmetrisch. Ich bin halt nicht. Nee, es ist die halt, linke ist größer als die rechte. Ja, da ist mehr Milch drin. Warte. Oh ne, machen wir mal lieber weg. Da fehlt aber auch ein Bauchnabel. Ja, der ist auch gesetzt. Oh, da ist einer im Ballon. Ja, nice. Jawohl, Legendary, eingefangen. Der ist schwanger. Wir haben einen schwangeren Ballon. Oh Mann. It's amazing. It's wonderful, it's wonderful. Ja, oh, da hat... Ey, der unter der Pommes ist nett. Der hat uns gut gevotet gerade. Alter. Oh Mann, warum baue ich immer stimmt, mit so das Noobs? Das ist doch eine gute Idee. Ja, stimmt, das wäre echt. Das wäre eine gute Idee gewesen. Der ist der Dr. Bikini. Alter, das ist immer richtig gut. Ich gebe ihm super. Ja, ich habe dem auch was gegeben, was Gutes gegeben. Was hast du denn gegeben? Ein Grauenvoll? Guck mal, da ist Rebine wieder, die verfolgt uns über alle Aufnahmen. Die hat gar kein Bikini unterteilt, das ist zentriert. Ist einfach nur, das ist eine nackte Biene. Da ist TNT unten drin. Oh. Ja, weil der so heiß ist. Ja, ah, guck mal, da liegt sich gerade einer, er trägt gerne Bikinis in seiner Freizeit. Läuft, guck mal, das ist schon wieder ja, so. Was ist das denn? Ist das nur... Also, ja, ein... Aha. Ja, also das ist auch die Frage. Wenn ein Luftschiff ein Bikini tragen würde, brauchen die einen Cup oder zwei? Eigentlich zwei. Ja, aber die haben ja nur einen. Hallo, guck mal, was mit dem Klimawandel alles passiert, Leute. Da gehen sogar die Luftschiffe kaputt. Gibt halt nur die Hälfte davon. Es ist jetzt nicht mehr schön, Leute. Nee, das ist nicht schön, das stimmt. Also ich muss leider sagen, es ist leider ein grauenvoll. Es tut mir leid, Voicemail. XD. Bitte quatsch mir jetzt nicht alles voll dann, danke. Oh, was ist das? Ja, das nur das Oberteil. Ah, okay, das ist jetzt aber schon ein bisschen... Aber da fehlt das Unterteil. Ja, deswegen so. Nur ein okay. Das unten könnte eine Wunderlampe sein. Wo ist die Hose? Aus. Gibt's nicht. Oh! Wo ist der Bikini? Ist ja gar nichts, das ist nur ein Luftschiff. Das ist leider nur ein okay. Da fehlt die 11. Ich muss immer auf die Tastatur gucken, ich weiß nicht, wo die Buchstaben sind. Ich bin zu alt dafür, ich vergesse das immer. Wo du geboren wurdest, gab's noch gar keine Tastaturen. Das ist es, guck mal, SpongeBob! Er fliegt! Und bin eine. Oh. Licht. Ist das eine Atombombe? Ja, fliegt man weiß es nicht. Fliegt die gerade. Aber SpongeBob hat gar nichts an und nicht mal ein Bikini. Ja, das ist der FKK-Bob. Der ist, den darfst du nicht verwechseln mit SpongeBob. Habe ich auch zuerst schon. Ja, das ist, Pixel Art. I. Der zieht ihn hinter sich her. Der zieht den Bikini, aber es ist ja nur das Oberteil. Wo ist die Hose? I. Wieder. Die ist verloren gegangen. Wo ist die Hose? Alarm, Hose! Ich hatte Angst, dass ich gerade andere Buchstaben getippt habe. Oh! Ja, gut. Also irgendwie das verfolgt uns das Thema der ersten Folge, ne? Es ist so ein bisschen andere Striche drumherum, dann hätten wir wieder eine Biene. Stimmt. Das ist das. Also, ich weiß nicht, das sieht nicht gut aus. Tut mir leid. Wir haben aber gewonnen, Leute! Alter. Wenn wir nicht, Alter, das ist super. Leute, dann würde ich sagen, checkt Alina und ebenso auch den Jonas ab, die sind unten in der Beschreibung verlinkt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bye.